Okay, ich versuche es. Zunächst auch von meiner Seite einen herzlichen Dank für diesen umfangreichen Berichtsentwurf. Die massive Marktmacht der Plattformen ist ja inzwischen unübersehbar. Was strukturell derzeit passiert, kann man eigentlich nur noch mit viel Mühe Medienkonvergenz nennen. Deshalb sind wir derzeit zu Recht mit den überfälligen Regulierungsfragen beschäftigt, zum Beispiel durch die Ausgestaltung des Digital Service Act oder des Digital Market Acts. Ich begrüße daher, dass über die Regulierungsfragen hinaus von der Kommission der EU-Aktionsplan für Medien vorgelegt wurde. Die Umsatz- und Werbeeinbrüche während der Pandemie zeigen ja, dass viele News- und Filmproduzenten vor schweren Zeiten stehen. Darin stehen im Mittelpunkt der Maßnahmen in diesem Bericht zu Recht der Zugang zum breiten Spektrum der EU-Unterstützungen und Investitionsmöglichkeiten für Medienunternehmen, aber auch dringende Stakeholder-Dialoge des gesamten News- und audiovisuellen Sektors des Aktionsplans. In der Mitteilung der Kommission hat mich bei der Maßnahme zum News-Sektor allerdings die Art der Referenz zum sektorübergreifenden Bereich aus dem Kreativ-Jura-Programm etwas verwundert. Die Unterstützung von Medienfreiheitsprojekten sichern uns eine europaweite Kartografie der bedrohten Medienlandschaft, unterstützen Exiljournalisten und schaffen Öffentlichkeit um Gesetzgebungsverfahren, zum Beispiel zum Whistleblowing. Das ist jedoch nicht dasselbe wie die Förderung neuer Geschäftsmodelle im News-Sektor. Das sind meiner Auffassung nach zwei unterschiedliche Anliegen. Wir haben einerseits Verantwortung gegenüber der Sicherung der Arbeit von Medienfreiheitsinitiativen und andererseits aber auch mit erweiterten und anderen Mitteln eine Verantwortung gegenüber der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Unter der Hand sollten wir aber nicht mitorganisieren, dass eine Förderausrichtung eine andere verdrängt. Für dieses Feintuning in den EU-Fördermitteln werden wir demzufolge entsprechende Änderungsanträge stellen. Und zum Schluss, wir haben auch Bedenken, so wie das bereits vorher von vorherigen Rednern geäußert wurde, dass nicht der gesamte Mediensektor von den Maßnahmen und Initiativen vom Aktionsplan erfasst wird. Der Aktionsplan der EU-Kommission begrenzt den Anwendungsbereich im Wesentlichen auf den Nachrichtenmediensektor und auf audiovisuelle Unterhaltungsmedien. Wir brauchen also eine genaue Definition der Newsmedien, die die traditionellen wie die Presseverleger samt ihrer Online-Projektkonzepte bindend einschließt. Ich freue mich daher auf die weitere Zusammenarbeit. Wir werden entsprechende Änderungsanträge stellen. Dankeschön. Vielen Dank.